Herzlich willkommen bei uns, liebe Vicky. Dankeschön. Ich habe es vorher schon erwähnt, du bist seit 2006 im Weltcup, hast du dein Debüt gegeben. Sind es doch 13 Jahre. Ja, das ist echt eine lange Zeit. Was ist die verrückteste Geschichte, die du uns berichten kannst aus diesen 13 Jahren? Gibt es irgendetwas Wahnsinniges? Ich glaube, es gibt sicher viele wahnsinnige Dinge in gerade so einem langen Zeitraum. Ja, es sind viele schöne Geschichten, die sie einfach, die durch den Sport miterleben habe dürfen. Natürlich hat es auch mal schwerere Zeiten gegeben, die einfach auch zum Leistungssport oder ich würde sagen auch zum Leben dazugehören, wo man versuchen muss, dann Lösungen dafür zu finden, um dann wieder aus dem Tal rauszukommen. Also es sind wirklich alle möglichen Facetten, habe ich in den 13 Jahren bisher schon erlebt, glaube ich, auf einem sehr komprimierten Zeitraum dann doch gesehen. Ich glaube, Sachen, die ich nie mehr erleben vermissen werde oder missen möchte, dass ich es erlebt habe. Seit 2014 fährst du Stöckli. Mhm. Unglaublich konstante Fahrerin, immer vorne dabei, immer eigentlich. Da weiß man bei dir, wenn alles läuft, dann Abfahrt, Super-G und auch Riesensalon. Mhm. Ja, Abfahrt habe ich noch, da fehlt mir noch der Sieg. Ja. Und ich war letztes Jahr beim Finale ganz knapp davor. Das hat mich schon geschmerzt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber die nächsten Abfahrten stehen auch vor der Tür und ich will auf alle Fälle wieder hochgreifen. Und wäre schön, wenn ich einfach an der Disziplin dann für mich einen Sieg einfahren kann. Macht dir Spaß, Abfahrt? Ja, doch, auf alle Fälle. Also es ist auch nicht einfach schnell zu sein wie in vielen anderen Disziplinen oder in den anderen Disziplinen auch, aber es ist schon speziell, weil du hast einfach die Trainings davor, man fährt genau den Lauf schon zweimal oder mindestens einmal runter vorm Rennen und ist anders wie Super-G und Riesensalom, aber auf alle Fälle eine große Herausforderung, trotzdem schnell zu sein. Was willst du noch erreichen in den nächsten Jahren im Ski-alpinen Zirkus? Ja, ich meine, klar geht es immer darum, die Schnellste sein zu wollen und ganz oben zu stehen. Das ist, glaube ich, der Antrieb, den mir als kleines Kind, das mir auch schon immer Spaß gemacht hat am Sport, am Leistungssport und auch angetrieben hat, die Beste und Schnellste zu sein. Und das ist nach wie vor einfach in mir drin. Besten Dank, ja, Vicky. Ja, danke. Gehen wir noch die Ski-Manufaktur anschauen? Genau.